Ohne Disziplin und Selbstbeherrschung werdet ihr nie das haben, was ihr gern hättet, und werdet nie zu den Menschen, die ihr gern wärt. Lasst mich euch dazu ein Beispiel geben. Viele von euch sind frustriert, was ihre Bestimmung betrifft, in Bezug darauf, wie Gott sie ihrer Meinung nach gebrauchen will. Das kann auch beruflich sein. Es muss nicht etwas ganz Geistliches sein. Aber alle sollten irgendeinen Traum, eine Vision oder ein Ziel haben, eine Herausforderung. Mein Traum war es, Bibellehrerin zu werden. Anfangs war alles ziemlich klein. Und ich komme nicht gut mit Kleinem zurecht. Ich mag es groß. Explosiv. Ich musste lernen, mich auch mit Kleinem zufrieden zu geben, aber anfangs gefiel mir das gar nicht. Ständig betete ich für Wachstum, Wachstum, mehr Wachstum. Ich wetterte gegen den Teufel und schlug mit der Faust auf den Tisch und betete: Oh Gott, ich widerstehe dem Teufel. Gleichzeitig war Gott jedoch dabei, viele Verhaltensweisen in meinem Alltag anzusprechen. Eine davon war meine rebellische, sarkastische Haltung gegenüber meinem Mann. Für einige Männer hier mag es das schlechte Verhalten gegenüber ihren Frauen sein. Vielleicht solltet ihr ihnen ein bisschen mehr zuhören. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Adam hat auf Eva gehört, und wozu hat das geführt? Abraham hat auf Sarah gehört, und das hat ein riesiges Durcheinander erzeugt. Also. Aber ich erzähle euch meine Geschichte. Ich hatte eine sarkastische Haltung, die sich einfach nicht abstellen ließ, und es war schier unmöglich für mich, irgendetwas zu tun, ohne eine sarkastische Bemerkung zu machen. Und selbst als ich so weit gekommen war, Demut zumindest vorzutäuschen, sagte ich gewöhnlich: Ja, Schatz. Gott musste mir klar machen, dass Unterordnung keine Show ist, die man abzieht, sondern eine Herzenshaltung. Wisst ihr, Dave ist ein guter Mann. Aber damals wollte ich unbedingt alle Entscheidungen selbst treffen. Als Kind war ich missbraucht worden, was eine rebellische Haltung in mir erzeugt hat. Ich hatte eine Art inneres Gelöbnis abgelegt. Sollte ich je meinem Vater entfliehen, würde ich mir nie wieder von einem Mann etwas sagen lassen. Falls ihr auch solche Gelöbnisse abgelegt habt, dann solltet ihr anfangen, sie zu brechen. Denn ob es euch nun gefällt oder nicht, in der Bibel steht, dass zum Gehorsam gegenüber Gott auch gehört, sich den Autoritäten unterzuordnen, die Gott über einen gestellt hat. Ihr scheint nicht besonders glücklich darüber zu sein. Und es geht nicht darum, dass einer klüger ist und alle ständig herumkommandieren kann. Es geht nur darum, die Ordnung zu bewahren. Ich weiß, einige von euch haben wahrscheinlich sehr gravierende Situationen in ihren Ehen. Und ich spreche jetzt nicht jede einzelne Situation an, aber für mich gab es damals keinen guten Grund, so eine Haltung gegenüber Dave zu haben. Und ich habe immer wieder Ausreden aufgetischt, weil ich doch so viele Verletzungen erlitten hatte. Aber wie lange wollen wir auf die Zustände verweisen, die herrschten, als wir drei waren? Es ist höchste Zeit, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen: Okay, mir ist das widerfahren und es hat mich verletzt und ich wünschte, es wäre nicht passiert, aber Gott heilt mich und ich kann das nicht mehr als Vorwand benutzen.
Lasst euch von Gott wiederherstellen, aber macht nicht euer ganzes Leben eine Kur, in der all eure Mitmenschen für das bezahlen müssen, was jemand vor 50 Jahren euch angetan hat. Das ist besser, als ich dachte. Manchmal rede ich besser, als ich geplant hatte. Okay, ich habe damals also um Wachstum gebetet. Ich widerstehe dir, Satan. Gott, ich weiß, dass du mich zu Großem bestimmt hast. Ich bete, o Herr, dass meine Arbeit wachsen möge. Und da hörte ich den Herrn, wie er ganz sanft und leise sagte, liebe Joyce, ich kann leider nichts für deine Arbeit tun, bis du das tust, was ich dir in Bezug auf deinen Mann gesagt habe. Kannst du mir den Auftrag nicht anders formulieren, Herr? Ich würde es gern mit einer anderen Aufgabe versuchen. Seht ihr, unsere schlechten Neigungen tun alles, um uns aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen, ist manchmal äußerst schwierig. Zu sagen, dass andere nicht Schuld daran haben, dass ich unglücklich bin. Ich bin unglücklich, weil ich so eine miese Haltung habe. Kompliment, ihr schluckt das wirklich gut. Wir können heute eine ordentliche Portion zu uns nehmen, weil ihr nicht alles wieder ausspuckt. Also, ich war damals ziemlich frustriert wegen meiner Arbeit und meiner Vision und vielleicht, ganz vielleicht, gilt das nicht für alle, aber vielleicht seid ihr frustriert, weil sich die Dinge nicht wie gewünscht entwickeln, aber vielleicht hängt ihr nur fest, weil Gott euch gesagt hat, ihr möchtet etwas tun oder nicht tun und weil ihr nicht gehorcht. Auch Selbstmitleid ist keine gute Sache. Darf ich euch etwas sagen? Wir alle haben Dinge, die Selbstmitleid in uns wecken könnten. Ich könnte hier heute sitzen und euch einige Dinge erzählen, die bei mir gerade laufen. Und ihr würdet euch fragen, wie ich es überhaupt auf die Bühne geschafft habe. Wirklich. Es ist nicht immer so, aber momentan ist es ziemlich intensiv. Aber ich habe trotzdem keinen Grund, mich selbst zu bemitleiden. Ich bin zwar versucht, aber ich muss Gott gehorchen und daran denken, was er mir vor Jahren gesagt hat. Du kannst jammern oder kraftvoll sein, beides zugleich geht nicht. Ich kann nicht hier morgens einen Vortrag halten, dann auf mein Hotelzimmer gehen und mich den ganzen Nachmittag lang selbst bemitleiden und dann erwarten, abends mit einem kraftvollen Wort von Gott für euch zurückzukommen. Gott hat mehr für euch. Mehr, so viel mehr in so vielen Lebensbereichen. Mehr Friede, mehr Freude, mehr Kraft, mehr Hilfe, mehr Segen, mehr Finanzen, mehr Beförderung, mehr Gunst. Aber eine andere Sache, die er für euch hat, ist mehr Gehorsam. Applaudiert nicht an anderen Stellen, wenn ihr bei diesem Punkt nicht applaudiert. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Ich habe einmal jemanden sagen hören, dass damit gemeint ist, viele sind eingeladen, aber wenige sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und auf die Einladung einzugehen. Denn wisst ihr was? Wir wollen auf den Gipfel, ohne klettern zu müssen. Ich sag euch, was mein Mann dazu gesagt hat, Dave dichtet gern so kleine Reime, so Jingles. Und als wir ins Auto gestiegen sind, hat er gesagt, auf den Berg, in die Höhe, kommst du nie ohne Mühe. Dave hat das gesagt, nicht ich. Wer einen Beschwerdebrief schreiben möchte, richtet den bitte an ihn. Gott ruft uns auf, erstaunliche Dinge zu tun. Er schafft uns Möglichkeiten. Aber wir sollten angemessen vorbereitet sein. Vielleicht gibt es hier heute eine Frau, die schon zweimal geschieden ist. Und jetzt wartest du, dass Gott dir den perfekten Mann bringt.
Vielleicht gefällt euch der zweite Teil meines Satzes ja gar nicht, aber wartet ab. Aber vielleicht tust du nichts, um dich darauf angemessen vorzubereiten. Nur vielleicht, vielleicht. Einmal kam eine Frau zu einem Pastor in St. Louis und sie stand kurz davor, zum siebten Mal zu heiraten. Sie sagte, bitte beten Sie für mich, dass mich dieser Mann gut behandelt. Und der Pastor war mutig und sagte, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass der einzige gemeinsame Nenner in all Ihren Ehen Sie selbst sind? Früher betete ich, dass Dave sich doch ändern möge, bis Gott mir sagte, dass ich das Problem bin. Ich saug mir das nicht aus den Fingern. Ihr wundert euch, warum ich so viel zu sagen habe. Ich hab's erlebt. Viele sind eingeladen, aber nur wenige auserwählt. Wenige sind bereit, verantwortungsvoll zu sein. Wenige sind bereit, die nötige Arbeit zu tun. Wenige sind bereit, Disziplin zu üben. Sie wollen auf den Gipfel, ohne klettern zu müssen. 5. Mose 6, Vers 17. Seid fleißig und, in manchen Übersetzungen, beflissen und. Das bedeutet, bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran. Wir hatten hier bereits einen Dranbleiben-Vortrag, falls du den verpasst hast. Schade. Seid fleißig und haltet die Gebote des Herrn, eures Gottes, alle Anordnungen und Vorschriften, die er euch gab. Tut, was in den Augen des Herrn gut und richtig ist. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet in das schöne Land kommen, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, und es erobern. Was sagt also Gott im Grunde? Tu, was ich dir sage, damit du das Gute erleben kannst, das ich für dich geplant habe. Falls es irgendjemand hier satt hat, unglücklich zu sein, dann schließe einen Pakt mit Gott. Gott, wenn du mir hier hindurch hilfst, dann verpflichte ich mich dazu, dir immer sofort zu gehorchen. Das heißt, dass ich auch eure innere Haltung durch Gehorsam auszeichnen muss. Die innere Haltung ist häufig das, was wir außer Acht lassen. Ich bin früher zwar zur Kirche gegangen, habe mich dann aber die ganze Woche hindurch selbst bemitleidet. Hallo? Ich war also nicht wirklich gehorsam. Man ist nicht automatisch gehorsam, nur weil man zur Kirche geht, spendet und ein Ordner ist. Es kommt darauf an, was zu Hause hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Das möchte ich wissen. In der Kirche tragen wir doch alle unsere Kirchengesichter und machen einen auf geistlich. Preist den Herrn, Ehre sei Gott. Halleluja, danke, Jesus. Uns überkommt das Heiliger Geistgewackel. Ist doch so, oder? Kennt ihr das auch, wenn Leute so zusammenzucken und sagen, oh, das ist der Heilige Geist? Passt lieber damit auf, sonst verrenkt ihr euch noch den Rücken. Römer Kapitel 7, Vers 6. Hier drüben rufen einige schon sehr eifrig Jesus. Oh, Jesus! Aber wisst ihr, Disziplin ist nicht einfach eine Liste von Regeln und Vorschriften, an die man sich halten muss. Um diszipliniert zu sein, muss man nicht jede Minute des Tages genau geplant haben, ohne je davon abzuweichen. Um 6 Uhr dies, um 7 Uhr das und jeden Tag eine Liste von Dingen. Ich war früher wie versessen darauf, für alles Regeln zu haben. Jeden Tag musste unbedingt der Fußboden gewischt werden, jeden Tag die Möbel abgestaubt und alle Spiegel poliert. Ich war dabei todunglücklich und grimmig.
Ich sagte zu meinen Kindern, geht spielen. Sie holten ihre Spielsachen raus und ich sagte, geht und räumt das auf. So war's. Disziplin und Selbstbeherrschung sollten eure Freunde sein. Sie sind ein Werkzeug, das ihr gebrauchen könnt. Kein starres Gesetz, in das ihr euch zwängen müsst. Wenn man sich beispielsweise diszipliniert, regelmäßig Sport zu machen, heißt das nicht, dass man nie davon abweichen darf. Was passiert, wenn man etwas zur unumstößlichen Regel macht und sich starr daran hält? Dann verurteilt man andere schnell, die sich nicht an die Regeln halten, die man selbst aufgestellt hat. Ist doch so. Wir brauchen Ausgeglichenheit im Leben und das bedeutet, von allem genug zu tun, aber von keiner Sache zu viel zu tun. Wir sollten uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Wir sind nicht mehr verpflichtet, uns an einen Haufen Regeln zu halten, weil Jesus das Gesetz mit sich ans Kreuz genommen und es erfüllt hat. Und jetzt haben wir ein neues Gesetz, nach dem wir uns richten können. Wer sich nicht bewusst ist, dass Disziplin und Selbstbeherrschung nicht mit Gesetzen und Regeln gleichzusetzen sind, engt sich so sehr ein, dass er unglücklich wird und schließlich auch die Disziplin aufgibt. Disziplin ist die Fähigkeit, zu seinem Ego Nein und zu Gott Ja zu sagen. Es geht darum, sich zu disziplinieren, der Leitung des Heiligen Geistes zu folgen. Es geht darum zu sagen, Jesus, du bist mein Maßstab. Und ganz gleich, wie ich mich fühle oder was ich denke oder möchte. Solange du mir hilfst, bin ich bereit, zu meinem Ego Nein zu sagen und Ja zu dir. Ganz gleich, wie ich mich fühle. Ich weiß, dass Disziplin nicht angenehm ist, während man sie erduldet, dass sie später jedoch inneren Frieden und ein Leben in Gerechtigkeit bringt. Weise Menschen schauen mehr auf die langfristige Entwicklung als auf das Hier und Jetzt. Törichten Menschen ist es wichtig, wie sie sich jetzt gerade fühlen und was sie jetzt gerade gewinnen können. Man muss eine lange Sicht haben. Wer anfängt mit 16, 17 oder 18 immer ein bisschen beiseite zu legen, wenn er Geld verdient und der das Gesparte nie für etwas anderes ausgibt, der hat keine Sorgen mehr, wenn er mein Alter erreicht hat. Aber wenn Leute alles ausgeben, was sie haben und dann auch noch einen Kredit in Höhe der nächsten 6 Gehälter aufnehmen, ich glaube, ihr versteht schon. Ihr wisst, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so lebt. Und es hat so um sich gegriffen, dass es fast normal geworden ist. Aber wir können diszipliniert und selbstbeherrscht sein und dabei auch noch Spaß haben, weil es unser Selbstwertgefühl steigert. Neulich las ich in einem Buch, dass undisziplinierte Menschen oft voller Selbstverachtung sind. Sie haben kein gutes Selbstwertgefühl. Denn wo sie auch hinschauen, überall gibt es ein unvollendetes Projekt oder eine nicht eingehaltene Zusage, die sie gemacht haben. Also lasst uns Römer 7, Vers 6 lesen. Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit. Das heißt, wir haben mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen. Nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Habt ihr das verstanden? Das Gesetz hat den Tod gebracht. Angenommen, ihr geht nach Hause und stellt 25 neue Regeln für euch selbst und eure Familie auf und sagt, ab jetzt herrscht hier Disziplin, das bringt kein Leben. Aber wenn ihr sagt, Gott, mit deiner Hilfe möchte ich gerne lernen, der Führung des Heiligen Geistes zu folgen. Ich möchte lernen, den sanften Aufforderungen des Heiligen Geistes, dem leisen Flüstern zu folgen. Ich hatte keinen Bibelvers, der mir vor 25 Jahren befahl, den Einkaufswagen zurückzubringen und nicht einfach stehen zu lassen. Aber
Ich erwähne die Begebenheit häufig, weil es ein Schlüsselmoment für mich war. Es ging nicht so sehr um den Einkaufswagen, sondern ums Prinzip. Indem ich andere hinter mir aufräumen ließ, hatte ich einen zu niedrigen Maßstab. Damals waren wir sehr knapp bei Kasse und ich hatte nur eine bestimmte Summe, die ich für Lebensmittel ausgeben konnte. Und manchmal kam es vor, dass ich zum letzten Gang kam und merkte, dass ich mehr in den Einkaufswagen getan hatte, als wir uns leisten konnten. Dann musste ich die Sachen teilweise wieder zurück aufs Regal legen, aber ich hatte keine Lust, die Sachen wieder dahin zurückzubringen, wo ich sie her hatte. Und es gibt keinen Bibelvers, der besagt, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr einkauft, dann legt den Salat nicht zu den Putzmitteln. So einen Bibelvers gibt es nicht. Aber wenn ich dann den Salat aus dem Einkaufswagen nahm und dachte, ach, die Salate sind ja ganz da hinten und ich bin hier auf der anderen Seite, ich leg den einfach hier hin, da brauchte ich keinen Bibelvers. Ich hatte ein neues Gesetz in meinem Herzen. Ich hatte den Heiligen Geist in mir, der mich sanft dazu aufforderte, hohe Maßstäbe zu haben. Denn wenn ihr euer Bestes gebt, kommt ihr auch in den Genuss des besten Lebens, das Gott für euch hat. Habe ich recht? Ich sammelte damals immer viele Lebensmittelcoupons. Und wir aßen viel Hähnchen, weil wir uns Rind nicht leisten konnten. Also versuchte ich immer, so viel Hähnchen wie möglich zu kaufen, wenn die gerade im Angebot waren. Und auf den Coupons stand oft nicht mehr als 3 Hähnchen pro Familie. Aber ich wollte nicht nur 3 Hähnchen, ich wollte alle. 3 pro Familie. Aber ich holte mir zusätzliche Coupons und meine Kinder bekamen ihre eigenen Einkaufswagen. Ich lehrte damals schon die Bibel im kleinen Kreis zu Hause und ich sag euch, wenn ich solch dummes Zeug nicht hinter mir gelassen hätte, würde ich noch immer da sitzen. Und ich würde hier heute die Hand heben und sagen, ich bin frustriert, weil meine christliche Arbeit nirgendwo hinzuführen scheint. Nun, Joyce, wenn Gott mir sagen würde, ich solle alles aufgeben und nach Afrika gehen, würde ich das tun. Aber würdest du auch den Salat zurückbringen, anstatt ihn bei den Putzmitteln zu lassen? Ich glaube, das ist es, was Gott heute von euch wissen möchte. Seid ihr bereit, den Parkplatz für Behinderte nicht zu benutzen, weil ihr keine Behinderung habt, sondern nur zu faul seid zu laufen? Ich möchte euch ehrlich sagen, ich spüre in meinem Geist, dass das für einige von euch absolut lebensverändernd sein wird. Wer von euch hat sich schon länger eine engere Beziehung zu Gott gewünscht? Nun, dann will ich euch etwas sagen. Vertrautheit mit Gott baut man, indem man sich einem solchen Leben verschreibt, weil der Glaube dann nicht mehr nur für den Sonntagmorgen gilt, sondern Gott in jeden Lebensbereich eingeladen wird. Wenn ihr euch morgens anzieht und der Heilige Geist euch sagt, das ist zu tief ausgeschnitten, oh, Leute, jetzt wage ich mich aber auf dünnes Eis. Ihr müsst nicht so angezogen zur Arbeit gehen, dass euer oberer Bereich heraushängt. Mit einem Rock, der so kurz ist, dass, wenn ihr euch bückt, alle euren anderen Bereich sehen können.
kleidet und benehmt euch wie eine Frau Gottes. Wir müssen den Kopf einschalten. Die inneren Impulse des Heiligen Geistes sind kein Gesetz. Wenn du nicht auf sie hörst, wird dir nicht dein Platz im Himmel verwehrt, aber es wird deiner Freude im Weg stehen. Es wird deinem Frieden im Weg stehen. Es wird deinem Fortschritt im Weg stehen. Dann bleibt dir nur der klägliche Rest deines Lebens übrig. Dabei hat Gott doch gesagt, ich kann unendlich viel mehr tun, als du je bitten oder auch nur hoffen würdest. Der Schlüssel, um Macht über den Teufel zu gewinnen, liegt darin, sich zuerst Gott zu unterwerfen, und das erfordert Gehorsamsbereitschaft und Selbstbeherrschung. Wenn wir uns Gott unterordnen, können wir auch dem Teufel widerstehen und er wird weichen. Es ist wichtig, dass wir diese beiden Schritte nicht durcheinander bringen. Ich habe viele Jahre damit zugebracht, dem Teufel widerstehen zu wollen, hatte mich aber noch nicht ganz Gott untergeordnet. Ich möchte Sie ermutigen. Falls es Ihnen so vorkommt, als ob der Teufel Sie ständig angreift, dann sollten Sie wissen, dass Sie Macht über ihn haben. Aber als erstes müssen Sie sich Gott unterordnen. Darin liegt Ihre Kraft. Es heißt, zu Hause ist da, wo das Herz ist. Wir bei Joyce Meyer Ministries haben ein sehr großes Zuhause, weil unser Herz überall dort ist, wo es bedürftige Menschen gibt. Wir wollen da sein und Ihnen die Liebe Christi weitergeben. Also folgen Sie Ihrem Herzen und machen Sie mit. Sie können Menschen überall auf der Welt helfen. Sie können etwas bewirken. Denn wo immer wir sind, da sind auch Sie. Empfinden Sie Ihr Leben als kompliziert und sind deshalb frustriert, verwirrt und erschöpft? In 100 Dinge, die das Leben leichter machen, erklärt Joyce Meyer, wie man Stressfaktoren reduzieren kann, um das Leben wirklich zu genießen. Bestellen Sie dieses lebensnahe Buch jetzt unter 040 88 88 41111 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.